Hallo meine Lieben. Ja, wenn ihr mich fragen würdet, wo würde ich am liebsten leben? Und wenn wir da mal jetzt die ganze Welt mal nehmen würden, ja, das ist dann ein Riesenfragezeichen. Ja. Wenn wir dann, aber ich bin halt nun mal in Europa groß geworden und ich brauche manche Sachen von Europa. Ich bin halt von klein auf gewöhnt. Also Käsekuchen oder solche Sachen oder im Café mal hocken, dann. Ja, warum Türkei? Ja, weil ich Türke bin. Naja, es ist überall schön am Mittelmeer, aber hier ist halt Preis-Leistung, ist halt mega. Die Leute sind noch supi. Die Gesetze sind halt weit weg von Europa. Hier ist alles ein wenig relaxter. Und dann, wenn du dann Türkei nimmst, da kommt für mich halt an erster Stelle Alanya, an zweiter Stelle Antalya. An dritter Stelle, weil wir haben hier alles, ja. In Alanya haben wir auch noch alles. Und sorry, ich könnte nie wie Robinson Crusoe irgendwo in irgendeinem Dorf leben. Also zum Beispiel Kasch ist eine wunderschöne Gegend, ja. Kasch, Fethiye, wunderschöne Gegend. Nur da ist halt im Winter gar nichts los. Und gar nichts los ist manchmal gut, ja. Wirklich, ich bin gerne, ich kann auch alleine sein, sehr gerne. Aber ab und zu brauche ich halt mein Käsekuchen, mein Cappuccino und ein paar Leute um mich rum, mit denen ich dann über Gott und die Welt reden kann. Das ist doch schön. Und deswegen, ja, Antalya wäre halt schön, Istanbul auch, Istanbul sowieso, aber Antalya und Istanbul ist einfach zu stressig. Ja. Wer nicht die Erfahrung hat, so wie ich von der Türkei, ja, ich meine, Entschuldigung, Europa ist, Mittelmeer ist überall schön, ja. Aber wie ist denn halt mit die einzigen im nördlichen Mittelmeerbereich, die nicht in der EU sind? Und hier ist es nun mal einfach geil und sicher. Und sicher, ja. Sagen mir meine Kunden oft: Mensch, ihr habt ja gar keine Bettler. Ja. Ihr habt ja gar keine Bettler auf der Straße. Oder ihr habt ja gar keine Hütchenspieler-Idioten oder solche Sachen, was auch immer. In Antalya und Istanbul gibt es die. Ne, gibt es die schon. Ne? Aber hier in Alanya, also Alanya ist wirklich, muss ich echt sagen, supi. Ne? Wirklich. Und wir haben auch unseren Rossmann und im Winter ist hier trotzdem was los und das ist einfach supi. Ja? Ansonsten, Fethiye und Kaschti ging es auch wirklich sehr gut, aber im Winter ist halt da gar nichts los. Und wie gesagt, auf die paar Wochen ist es schön, seine Ruhe zu haben, aber dann irgendwann reicht es dann auch. So, und wo in Alanya, wenn man mich fragen würde? Dann Kestel, wo ich jetzt aktuell lebe, sowieso, oder die Altstadt von Alanya, also Cleopatra Beach oder wie hier kurz davor, vor der Halbinsel, das wäre halt meins. Und diese Wohnung hier ist halt einer meiner Favoriten, einer meiner obersten Wohnungen. Mit die alleroberste ist die bei der Burg. Diese Dreizimmerwohnung mit Blick auf den Cleopatra Beach, die ist nicht mal groß, ja, die hat drei Zimmer, gerade mal wie viel? 95 oder 100 noch was mit Balkon. Und die ist ja meine oberste Favoritenwohnung, weil die ist einfach geil. Kompakt, ich sage mal lieber groß als zu klein, aber die hat die Aussicht ist halt gigantisch. Die Gegend ist total ruhig, obwohl es bei der Burg ist, weil es eine Einbahnstraße ist. Und dann das ganze ringsrum ist auch der Hammer. Da ist auch noch Baustopp, also kann gar nichts zugebaut werden oder was auch immer. Das ist Naturschutzgebiet und das ist, sag halt, Antike, wie heißt es? Antik-Ding. Das ist Antik-Gegend, da ist absolut vorbei. Das ist ja gleich bei der Burg daneben. Das ist mein mit oberstes Favoritenteil und auch dieses hier. Ja. Ja, mein anderes Oberfavoritenteil, was in Kestel ist, ist halt verkauft. Diese Villa mit für 449.000 hatte zwei weitere Wohnungen mit dabei. Wisst ihr noch? Da muss ich noch hinschreiben, dass es verkauft ist. Sorry, dass ich immer nicht schaffe, hinzuschreiben, dass es verkauft ist. Ja. Und dieses Objekt hier ist, ich zeige es euch gleich, das ist wirklich gigamäßig. Ja. Ihr wisst ja, wir haben das Problem, dass wenn wir super Meerblick haben, also das heißt direkt am Meer wohnen, immer die Schnellstraße hatten
oder haben in Kestel, Mahmutlar, Kargecak und so weiter und Demirtas. Du kannst da nie was kaufen, was direkt am Meer ist. Aber die schönste Meeraussicht hast du halt nun mal direkt am Meer. Ja? Und dann ist aber zu laut. Ja? Und ja, bei Demirtas ist der Vorteil zum Beispiel, dass wenn du mehr Blick hast, dass du den Lärm nicht trotzdem haben musst, weil du da noch, das sind viele Felder, Bananenplantagen und danach kommen erst die Villen und Häuser. Ja? Und das ist der Vorteil, dass da auch ruhig ist. Ja, die Vier-Zimmer-Wohnung in Demirtas ist leider verkauft. Gratuliere unseren lieben Adam. Und ja, wer zu spät kommt, ne? Wer zu spät kommt, der hat halt, ne? Hier dieses Teil, jetzt komme ich mal endlich zu diesem Teil, ja. Ich wollte euch nur mal ein bisschen die Stadtteile sagen und warum ich welche Stadtteil mehr mag, ne? Also für mich Kestel oder das hier. Mahmutlar hat halt auch wieder Vorteile, das wissen wir, haben ja oft genug drüber geredet. Und Vorteile von Mahmutlar, ja, du gehst vor die Tür und da ist gleich eine Bank, ja, das ist halt Mahmutlar, ja. Oder halt ein paar Meter musst halt laufen und dann sind auch alle Banken da, ne? Dann viele wissen nicht, dass wir auch in Kestel eine Post haben. Das ist eine Mini-Post und da ist fast nie was los. Das ist der Hammer. In Mahmutlar musst du manchmal eine Stunde warten. Ja? Eine Stunde warten, das ist fränkisch. Übrigens kommen Dialekte, Akzente kommen oft aus Faulheitsgründen. Ja? Das merkt man auch hier in Alanya. Du kannst mit manchen Leuten gar nicht türkisch reden. Die reden wirklich, ihr wisst ja, mein Kollege, mein Partner, Maklerpartner, das hab ich, der quatscht so. Ne? Was? Was hast du geredet? Sag halt nochmal. Manchmal spricht er mir was mit WhatsApp drauf. Und ich, was hat der, was war das jetzt? Ne? Aber er ist noch harmlos. Ich habe noch einen, ja, ein Kumpel, der hat auch ein Maklerbüro in Mahmutlar. Ja? Den verstehst du gar nicht. Den verstehst du überhaupt nicht. Der, dann stupst er dich immer so und will halt wissen, ob du es verstanden hast. Konzentriert euch halt ein bisschen und redet halt ein bisschen mehr. Und Fränkisch ist auch so was? Bayerisch ja sowieso. Ja? Und beim Fränkischen passt schon. Ja? Passt schon und so. Also das ist halt nicht schlecht, ist doch schön. Die verschiedenen Akzente ist doch lustig, ich finde es okay. Ne? Solange man die Leute versteht. So, jetzt zu meinem Superteil hier. Das hier wäre mit an der obersten Spitze. Und an der obersten Spitze habe ich nur 3-4 Objekte. Ja, also. Ja, wir haben heute eine Villa gesehen. Die könnte ich fast schon dazu zählen. Also, das hier ist jetzt ein Penthouse. Das ist die Terrasse. Und das ist halt wirklich mehr Blick. Und das ist Mehrblick ohne viel Straßenlärm. Wir haben zwar da auch eine Straße, wir haben da zwar auch Autos und Verkehr, aber vielleicht 3% von der Hauptstraße von Kestel oder Mahmutlar. Ja. Und also das ist jetzt erstmal die Terrasse. Wir haben hier 4 Schlafzimmer, voll ausgestattet alles und alles etwas feiner, etwas so James Bond-Style, ja, wie die Villa, die wir heute angeschaut haben. Und die Lage ist halt auch super. Du bist nur ein paar Meter vom Atatürk-Denkmal, da wo auch die Behörde ist, da auch wo diese Waikiki ist und alle Restaurants und chinesische, japanische und alles in der Nähe. Also Fußnähe, Fußmarschnähe. Und Fußmarsch von 40 Kilometern mit Rucksack. Und diese Wohnung ist halt anders als andere Wohnungen. Also bei der Wohnung ist für mich das Allerwichtigste die Lage. Ja? Die Lage ist der Hammer und die Aussicht. Ja? Der Rest ist eigentlich, ist zwar wurscht, aber der Rest ist natürlich auch top. Ne? Ihr seht es ja hier, nicht immer Standardküchen, sondern das ist eine normale Küche. Hier in diesem Gebäude ist die Wohnung und Aussicht gigantisch. Die Wohnung selber hat keinen Pool, hat kein Fitness, hat gar nichts, aber ihr habt ja alles vor der Tür. Ja? Ob es der Strand ist, da könnt ihr joggen, ob es die Sportgeräte von der Stadt sind, sind natürlich nicht so, so
gut wie die Profi-Geräte, aber trotzdem. Übrigens, Treppenlaufen ist zwar übrigens auch mega geiler Sport, ja, wenn man das gerne macht. Und hier haben wir natürlich einen Aufzug. Also ihr seht die Aussicht mega. Und das ist die Küche. Auch mega. Sehr groß. Und also mit der wäre ich zufrieden. Ne? Ja, wer übrig hat, 449.000 Euro zum Verschenken und mich mal lächeln sehen möchte, der kann mir das gerne schicken und ich tue dann mit euch hier was kochen. Dann kaufe ich mir das. Ne? Wäre eine nette Geste von euch. Also wer das Geld übrig hat, bitte, ne, dann bin ich glücklich für den Rest meines Lebens. Und und hier nochmal ein Schlafzimmer. Ja, hier die anderen Balkone, wir haben drei Balkone und diese große Terrasse. Die anderen Balkone sehen halt direkt zum Nachbarsdach. Ne, das ist natürlich nicht so toll, aber man kann ja, da sind ja keine Pflanzen da. Man könnte ja eine Palme hintun oder was auch immer. Und hier nochmal das Schlafzimmer. Hier die zweite Terrasse, Mini-Terrasse. Und hier geht es zum Gang. Und also hier habt ihr genug Ablagefläche. Hier könnt ihr sogar eine Frau euch in die Wohnung reinlassen. Die kann euch das gar nicht zustellen. Also ich hab schon Frauen gesehen, die haben die Hälfte locker voll bekommen mit ihren ganzen Pasten. Ne? Aber das Ganze hier, na, das schafft keine Frau. Das, nee, mit den Schränken auf keinen Fall. Ja, okay, mit dem Fensterbrett dazu dann auf keinen Fall. Ja, okay, 80%, ja, okay. Und hier seht ihr schon, also sehr schön, sehr schön. Und hier das andere Schlafzimmer. Ja, Geräte sind alle dabei, Klimaanlage, jedes Schlafzimmer dann Klimaanlage. Und hier nochmal die zweite kleine Terrasse. Und hier der Eingangsbereich. Ja, man könnte es kitschig nennen, aber mit den modernen Elementen dazu kombiniert, ist das für mich okay. Das ist okay. Also meine Meinung. Ne? Und hier geht es dann zu der anderen Etage. Ja, eine eigene Sauna habt ihr auch. Und hier nochmal ein Bad. Und hier nochmal ein Schlafzimmer. Riesengroß, wie ihr seht, mit begehbarem Kleiderschrank. Und hier nochmal ein Bad. Ihr habt drei Bäder übrigens. Also wirklich top. Also Leute, diese Wohnung, das ist jetzt ein weiterer Balkon. Darüber habt ihr die Terrasse. Diese Wohnung ist halt wirklich mega. Ja, das hier ist der Eingangsbereich. Aufzug habt ihr natürlich auch. Und wir haben die Lizenz für diese Wohnung zum Verkaufen. Niemand anders. Also ihr könnt gerne da alle Namen notieren und dann im Internet schauen und dann versuchen, mich zu umgehen. Ja, es gibt solche Leute, die machen das. Da haben sie mir ja direkt ins Gesicht gesagt. Und aber mir wurscht. Ich habe denen gesagt, ja, ihr werdet nicht glücklich, euer Leben lang nicht. Und sind sie auch nicht. Und das wäre der Strand. Hier haben wir den Strandbereich. Und das ist Sandstrandbereich, weil nämlich weiter vorne kommt der Oberfluss mit trinkbarem Quellwasser von den Bergen direkt ins Meer und bringt viel Sand mit. Und ab da beginnt dann der Sandstrand, weil Kestel und so weiter haben wir leider Kies und Steine. Aber trotzdem ist bei uns manchmal auch sehr, sehr gut. Ja. Ach, bei uns ist doch das Geile, ich muss mal die alten Videos anschauen, wenn ich dann mit Freunden oder der Freundin oder mit wem auch immer zum Strand gehe, zum Beachclub, also eine Minute zu Fuß, ja, oder lass es 2 Minuten sein, zu Fuß, und dann bist du da und dann vorher haben sie dich angerufen, du, wir haben gerade was gefangen, ein Kalamari, willst du ihn oder soll man ihn verkaufen? Nein, ich will ihn, 50 Lira, gegrillt, Kalamari. So, hier nochmal die Maße, 250 Quadratmeter hat die Wohnung, auf 2 Etagen, und diese Aussicht, Leute, so eine Aussicht kostet Geld. Und gerade in Alanya, ja, wenn ihr woanders in irgendein Humpferdüngsel-Bumseldorf da sowas kauft mit so einem Meerblick, ja, dann
ist es natürlich günstiger, aber dann ist halt, wem interessiert es? Wer will dich da schon besuchen? Ja? Hier sagst du zu deinen Kumpels, nachdem ihr hier einen Kaffee getrunken habt, Mensch, jetzt gehen wir runter zum Strand, legen und flatschen uns hin. Oder wir gehen rauf zur Burg und zu den ganzen Cafés und Bars und Restaurants. Versteht ihr, hier ist Leben, hier ist Qualität. Und immer mit der Seele im Reinen sein, nicht vergessen. Und wenn der Muezzin singt, nicht vergessen, kurz mal entspannen und an eure toten Freunde und toten Geliebten, Toten, was auch immer, oder an die Menschen denken, die es gerade nicht so gut haben. Also immer wenn der Muezzin singt, nimmt euch die Zeit. Was meinst du, warum in Deutschland die alten Leute in den Altenheimen verrecken? Warum die, warum jedes Stadtteil fast in Deutschland ein Altenheim hat? Ja, jedes Stadtteil in Nürnberg hat ein Altenheim. Ja, warum? Weil dort die Leute nicht mehr zu sich kommen und die zum Denken Zeit haben. Die können nicht mehr denken. Ja, die akzeptieren alles. Es ist halt so, wie es ist. Ja, die Gesetze sind halt so, wie es ist. Ja, aber ist es nicht besser vielleicht, wenn die Omas und Opas auf die Enkel aufpassen, statt dass sie die Kinder in den Kindergarten bringt? Ja? Da haben Oma und Opa auch noch Lebensfreude und ihr passt auf sie auf, sie haben auf euch aufgepasst, sie haben euch zig Jahre gewickelt. Versteht ihr? Man kommt gar nicht mehr auf solche Gedanken. Ja? Ach, das ist alles so. Nee, ich. Es hat schon seine Gründe, warum ich hier lebe. Ja? Und wir haben in Alanya nur ein Altenheim und das hat sogar mehr Blick. Ein Altenheim mit 40 Patienten, hätte ich fast gesagt. Kein Türke mit Ehre, also eigentlich kein Türke, würde seine Eltern oder Großeltern in Altenheim schicken. Keiner. Warum gibt es dann ein Altenheim? Ja, manche Eltern, ihre Kinder sind vielleicht tot oder manche haben vielleicht keine Kinder oder was auch immer, keine Verwandten, sowas gibt's. Und die, also stell dir mal vor, eine fast Millionenstadt, hat nur ein Altenheim, ist doch super, mit 40 Insassen. Na. Okay, ich habe jetzt sehr, sehr viel ausgeschweift, ja. Eigentlich wollte ich euch nur diese tolle Wohnung zeigen. Also wer glücklich sein will und das Geld hat, langt hier zu. Man kann natürlich auch sagen, ja Mensch, für das Geld kriege ich auch 4 andere schöne Wohnungen, ja. Ja, mag sein, aber nee, diese Aussicht, in der Lage, nee, ich sag nein, kriegst nicht, zeig's mir, ja, zeig mir das da für günstiger, eher im Gegenteil, und mit so einer Aussicht, nee, wenn, dann ist es weiter hinten, wo du Seitenstraßen, Mehrblick, Ding hast, und dann zahlst du da wieder 300, 400.000, ja, also in der Gegend, sag ich, ne? Okay, Leute, viel gelabert, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Informationen geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte macht ja nicht den Abo-Knopf drücken oder vor allem nicht diese Glocke. Ja? Das stört. Also nicht mich, euch stört's. Ja? Jeden Tag macht's bing, bing, bing. Ist das jetzt kein Witz? Ja? Also bitte, ihr müsst mich nicht abonnieren. Ihr seht mich sowieso automatisch. Und bitte auch nicht diese Glocke drücken. Ja? Also bitte. Ich will euch doch nicht belästigen, ey, Alter. So, das ist das Allerletzte. Deswegen könnte ich auch nie in einem Callcenter arbeiten. Die Leute einfach so anrufen. Nee. Also, wer mich sehen will, klickt einfach auf das Bild. Ich erscheine ja automatisch und dann seht ihr mich. Und wer mich nicht sehen will, kann dann in der YouTube-Vorschlagseite auf Möchte ich nicht mehr sehen drücken. Ja, bitte auf keinen Fall. Also, wer die Glocke drückt, nee, macht das bitte nicht. Ja. Habt ihr nichts anderes zu tun? Dann schäme ich mich für euch. Ja. Okay, bis zum nächsten Video.